eine live oder im Studio aufgenommene Snare-Drum mit einem Noise-Gate von störenden Nebengeräuschen zu befreien, klingt vielleicht einfacher, als es in der Praxis ist. Es gibt einfach zu viele Einstreuungen im Mikrofon der Snare, sei es von Becken, von der Bass-Drum oder auch von anderen Toms, die dafür sorgen können, dass das Noise-Gate eben nicht immer nur zuverlässig öffnet, wenn nur die Snare spielt, sondern hin und wieder macht es auch mal unmotiviert auf, wenn vielleicht eine andere Trommel gerade mal über den Threshold vom Noise-Gate geht. Da ist jeder Trick willkommen, mit dem man dafür sorgen kann, dass das Noise-Gate wirklich nur dann öffnet, wenn auch die Snare spielt. Und ich bin neulich im Netz über einen Trick gestolpert, der mit so einem Trigger-Modul funktioniert. Und weil ich unbedingt wissen wollte, wie das funktioniert, und es funktioniert ohne Samples, das kann ich dir jetzt schon verraten, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es funktioniert, habe ich mir das Ding mal in der Versteigerungsbucht für dich besorgt und diesen Trick ausprobiert. Und wenn du dich dafür interessierst, was dabei rausgekommen ist, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und heute begeben wir uns mal zusammen auf die Spuren eines Tricks, den ich neulich im Internet gefunden habe, den ich cool fand und den ich unbedingt mal ausprobieren wollte, auch wenn ich ihn bisher noch nicht in der Praxis umgesetzt habe. Aber das können wir ja für dieses Video jetzt mal nachholen. Es geht darum, dass man das Noise-Gate für eine Snare-Aufnahme mit Hilfe von so einem Trigger-Modul steuert. Die Idee ist, dass man nicht nur das Snare-Mikrofon aufnimmt, sondern parallel auf einem zweiten Kanal auch noch das Steuersignal, also das Signal, was aus diesem Trigger herauskommt. Und da dieser Trigger ja deutlich zuverlässiger nur das Signal von der Snare aufnimmt und von allen anderen Trommeln und Becken drumherum sehr wenig aufnimmt, hat man damit, der Idee nach, ein deutlich zuverlässigeres Steuersignal für sein Noise-Gate. Man packt also ein Noise-Gate auf die Snare und lässt es per Sidechain einfach von diesem Signal, von dem Trigger hier, dann steuern. Dazu habe ich dann also diesen Trigger erstmal an meiner Snare montiert, habe eine Schlagzeugaufnahme gemacht und wenn du dich dafür interessierst, was dabei rausgekommen ist, wie es klingt, ob es überhaupt funktioniert und was es vor allem bringt, dann gehen wir jetzt mal rüber in die Session und gucken uns das zusammen an. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt schon, ne? Klick einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Wir gehen mal in die Session und gucken mal, was bei der Triggeraufnahme rausgekommen ist und ob das wirklich funktioniert. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und damit du erstmal hörst, worüber wir eigentlich reden, hören wir uns mal kurz die komplett unbearbeitete Aufnahme von meinem Schlagzeug an. Die klingt so. Mach mal die Overheads ein bisschen leiser, ne? Besser. Du hörst schon, ich habe ein bisschen variabel aufgenommen, viele Becken draufgepackt, jetzt noch die Tom-Toms draufgepackt, mit anderen Worten dafür gesorgt, dass eine ganze Menge Störsignale auch im Snare-Mikrofon landen können, damit wir den Trick auch mal wirklich adäquat ausprobieren können. Und der funktioniert ja wie folgt, du steckst einfach ein Mikrofonkabel hier in den Trigger rein und nimmst es auf einer weiteren Spur auf. Und genau das habe ich gemacht. Wir hören mal kurz in die nackte Snare-Spur rein, wie die unbehandelt und komplett ohne Noise-Gate und alles klingt. Jo, da kann man wirklich schon gut Einstreuung hören. Wir hören die Bassdrum, wir hören die Becken, wir hören die Snare natürlich, die hier relativ gut freigestellt ist. Aber wir gucken mal im weiteren Verlauf, wie bei der Solo abgespielten Snare-Drum, wie da die Tom-Toms spielen. Das, also ich habe ja so einen Stand-Tom auch mit aufgenommen, das klingt so. Ja, das ist schon deutlich prominenter und kann tatsächlich dazu führen, dass man dann Fehlsteuerung fürs Noise-Gate bekommt. Darunter sehen wir die Spur vom Snare-Trigger, die ich hier vorbereitet habe, die du hier sehen kannst. Und die Snare-Trigger-Spur hören wir uns jetzt auch mal kurz solo an. Mal gucken, was hier tatsächlich aufgenommen wird von so einem Trigger. Ja, letztendlich ist das ja kein Mikrofon, das ist ja eher so ein piezoelektrisches Element, was normalerweise dafür genutzt wird, um Sampler irgendwie anzusteuern. Und der nimmt Folgendes auf. Okay, also wir hören zwar Becken, die kommen wahrscheinlich über das Fell noch mit drauf, aber wir hören vor allem hauptsächlich das Steuersignal. Gucken wir mal im späteren Bereich, wo die Tom-Toms spielen. Immer noch ein bisschen Einstreuung, auch über das Fell in den Trigger rein, aber das Steuersignal scheint wirklich ziemlich klar zu sein. Mit anderen Worten, wir haben hier eine gute Basis, um tatsächlich ein Noise Gate zu steuern. Wir gucken mal auf die zeitliche Komponente und gucken mal hier an dieser Stelle, wie denn hier die Impulse reinkommen von der Snare. Und wir sehen hier oben, das hier ist die Snare und das darunter ist das Steuersignal von dem Trigger. Und wenn ich hier nochmal ein bisschen mehr reinziehe, dann sehen wir, guck mal hier, da kann man es ziemlich gut erkennen. Hier oben
ist das die Mikrofonaufnahme und hier unten drunter ist der Peak, der von unserem Piezo aufgenommen wird. Und der scheint ein bisschen früher zu kommen als das Signal, was von unserem Mikrofon tatsächlich kommt. Mit anderen Worten, man kann wahrscheinlich dafür sorgen, über diesen Peak hier, der über das Piezo-Signal vom Trigger reinkommt, dass da das Noise Gate schon an dieser Stelle geöffnet wird und dann der eigentliche Transient an dieser Stelle dann tatsächlich da auch schon stabil genutzt werden kann. Denn oft ist es ja so, dass Noise Gates diesen Transienten, diesen starken Anschlag von der Snare vorne ein bisschen wegflexen, wenn sie keine Look-Ahead-Funktion haben. Und selbst die funktioniert nicht immer ganz sauber. Da habe ich übrigens auch schon mal ein Video zu gemacht. Und dann hören wir doch einfach mal, wie es klingt. Ne? Wir packen einfach mal auf die Snare jetzt hier ein Noise Gate drauf. Nehmen wir mal das, was hier bei Studio One mitgeliefert wird und erzählen ihm mal, dass er hier bei der Sidechain bitte, bei der Seitensteuerung, dass er hier bitte auf das Snare-Trigger-Signal hören soll. Wo ist das? Hier, da ist das Snare-Trigger-Signal. Und das Noise Gate wird also jetzt über unser Snare-Trigger-Signal gesteuert. Damit wir das jetzt aber gleich nicht hören müssen, ziehe ich mal hier den Lautstärkeregler von unserem Trigger runter, weil wir wollen ja eigentlich das Signal, was von dem Piezo aufgenommen wurde, nicht hören. Wir wollen ja nur die Snare hören und müssen dann aber, weil ich jetzt den Pegel runtergezogen habe, noch dafür sorgen, dass hier beim Sidechain-Send, der hier noch angelegt wird dafür, dass der Pre-Fader ist, also dass das Signal zum Noise-Gate, das klingt jetzt komplizierter als es ist, zum Noise-Gate geschickt wird vor dem Fader. Den haben wir ja gerade auf 0 gezogen. Also Pre-Fader wird hier rüber geschickt zum Noise-Gate. Und jetzt müsste unser Noise Gate gesteuert werden durch das Triggersignal, was wir hier mit dem günstigen Trigger aus der Bucht gesteuert haben. Hören wir mal, was passiert. Achso, man muss hier dann, wenn man ein Sidechain-Signal beim Noise Gate von Studio One einfügt, muss man hier noch das Ducking ausstellen. Das stellt dann, wenn man auf Sidechain klickt, stellt es automatisch auf Ducking. Wenn man aber ein Noise Gate haben will, dann muss man hier das Ducking ausmachen. Und jetzt drehen wir mal am Threshold. Da müssen wir auch auf Solo stellen, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. So. Ah ja, da ist die Snare. Okay, müssen wir den passenden Punkt finden. Erstmal saubere Snare, keine Einströmung. Ich stelle die Sidechain mal aus, mal gucken, wie das Originalsignal jetzt getriggert werden würde. Na, da hören wir noch ein bisschen Einströmung. Mit Sidechain. Scheint also auf jeden Fall gut zu funktionieren. Der Trick als solcher hat also tatsächlich funktioniert. Wir konnten mit dem Sidechain-Trigger jetzt tatsächlich dafür sorgen, dass wir hier unsere Snare sauber machen mit dem Noise Gate. Also von daher erstmal check, Trick hat funktioniert. Wir haben natürlich auch einen großen Vorteil. Wir könnten jetzt dieses Triggersignal noch ein kleines bisschen vorziehen, damit das Noise Gate schon auf ist, bevor die Snare eigentlich spielt. Und das ohne unsere Snare-Spur anzupacken. Dazu musst du einfach nur das Snare-Trigger-Signal nehmen und hier links auf der linken Seite gibt es den Inspektor. Wenn du auf dieses I hier drückst, was du hier gerade im Zoom sehen kannst, dann kannst du den Inspektor aufrufen. Das ist dieser Bereich, den wir jetzt hier sehen. Und da kannst du die Spur verzögern. Einmal nach hinten, indem du einen positiven Wert eingibst oder aber auch nach vorne, indem du einen negativen Wert eingibst. Und ich gebe hier einfach mal minus 5 Millisekunden ein. Und jetzt wird unser Triggersignal nochmal 5 Millisekunden früher abgeschossen. Das Noise Gate ist also definitiv offen, wenn die Snare kommt. Und wir hören nochmal, wie das klingt. Perfekt. Na, muss man passend einstellen auf jeden Fall. Okay. Also, definitiv kein Unfug, dieser Trick. Man kann sagen, es funktioniert. Ob man den Aufwand haben möchte, tatsächlich das mit so einem Triggermodul, das man separat nochmal auf einer weiteren Spur aufzunehmen, ob man diesen Aufwand gehen möchte, weiß ich nicht. Aber wenn du einen vielbeschäftigten Drummer hast, der wirklich ganz viele Trommeln gleichzeitig spielt, dann ist das bestimmt eine gute Lösung dafür zu sorgen, seine Snare etwas sauberer hinzukriegen. Und vor allem im Metal-Bereich, habe ich mir sagen lassen, soll das auf jeden Fall einer der Geheimtipps sein. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Bock darauf hast, wenn du eine andere Lösung gefunden haben solltest, dann schreib sie gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!